Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror. Ja, die Umgebung ein wenig ungemütlich, aber ich bin guter Dinge. Ich muss ja einfach nur rauskommen und dann können wir schön gemütlich uns auf irgendein Sofa fläzen und irgendeine geile TV-Serie angucken, wenn wir wieder in Black Mirror sind. Bei Oma. So. Letzte Folge hatte ich hier versucht, diesen Mechanismus rauszubekommen und ich glaube, man findet hier keinen Zettel oder keine Nachricht, wo drauf steht, wie man, ja, das Ding einstellt. Also, probieren geht über studieren. Und ich hatte das folgendermaßen gemacht. Ich hatte immer, so, erstmal alle oben. Geht nicht. Dann du. Geht nicht. Dann runter. Geht nicht. Okay, so, dann der nächste. Da musste man, man muss ja eine Technik haben, wie man alle Kombinationen quasi ausprobiert. So, geht auch nicht. Ha. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Aber. So, jetzt muss ich überlegen. So und beide runter. So, jetzt haben wir die beiden probiert. Jetzt probieren wir mal die beiden. Und so. LOL! Ausgezeichnet. Mit Licht geht alles leichter. Geil! Das ging ja ein bisschen flott. Das sind die Sachen, die ich verloren habe, als ich in den Schacht fiel. Ah, cool. Können wir wieder aufsammeln. Die meisten sind noch heil. Nice! Coole Sache. Ja. Sammel erstmal ein. Die Kamera ist kaputt. Ich hab nur kurz mir was eingeschenkt. Ja, das war ja klar, dass die Kamera im Arsch ist. Nur so ein kurzes Schlückchen. Oh, geil. Von meinem selbstgemachten Kakao. Wir haben nämlich so einen Thermomix. Und das ist so wie so eine Art Mixer, mit dem man kochen kann. Und das ist so geil, Mann. So geil. Wirklich, du kannst jeden Shit machen damit. So, hier haben wir ein Seil, schön eingesteckt gleich. Und mitgenommen. Nom! So. Können wir uns hier drin erstmal einhängen. Ja gut. Was haben wir hier? Metallkiste. Ein alter Drahtschneider könnte sich als nützlich erweisen. Hm. Schön eingesteckt hier. Noch irgendwas aus dem Regal? Nee. Oder? Nee. Ja gut, das Ding ist, sieht ein bisschen gefährlich aus. Das fasse ich mal lieber nicht an. Was habe ich denn so alles noch? Ich habe das Seil. Können wir vielleicht das Seil da irgendwie ranbinden vorsichtig? Nee. Das Ding abschneiden. Komm, Junge. Und tschüss. Was? Ist nicht euer Ernst. LOL. Ja, ich bin jetzt tot. Ja, aber zum Glück haben wir da gespeichert, als wir da runtergefallen sind. Ja, jetzt müssen wir... okay. Aber ich glaube, ich weiß die Kombination noch. Das war oben. Nee, so war es, glaube ich. Jo. Ausgezeichnet. Easy. Mit Licht geht alles leichter. Okay. Das sind die Sachen, die ich verloren habe, als ich in den Schacht fiel. Nimm mit wieder.
Die meisten sind noch heil. Schön die Tabletten, die Bowlingkugel, das Buch, der geile Plastikanhänger. Die Kamera ist kaputt. So, dann holen wir uns gleich den Metallschneider. Cool. Schön gestorben. Ein alter Drahtschneider könnte sich als nützlich erweisen. Also ich habe erst nicht gedacht, dass man sterben kann in dem Spiel. Weil es ist ja ein Point-and-Click-Spiel. Und da ist es ja eigentlich nicht so typisch, dass man sterben kann. Aber egal. Also dass man das Spiel neu laden muss, ja, aber dass man stirbt, egal. Okay, hier das Seil müssen wir noch mitnehmen. Jetzt nur die Frage. Wir müssten ja wahrscheinlich den Strom irgendwie ausmachen. Nochmal. Und dann das Ding abschneiden oder irgendwo hin. So, ja. Und jetzt würde ich sagen, schön cutten das Teil hier. Wo, da. Alter, wie grün der aussieht. Voll ekelhaft. So voll Fukushima-Style. Das wird mir den Weg nicht mehr versperren. So, und dann machen wir den Knopf wieder an. Und ihr werdet gleich sehen, Zauberei. Guck mal, das Kabel sieht man gar nicht so. Ach so. Und jetzt können wir... Ist doch bestimmt nicht offen, oder? Abgeschlossen. Ah, das war mir so klar. Aber wir haben ja hier so einen geilen... So eine geile... Lol. Hä? Okay, vielleicht mit dem Seil irgendwas? Nee. Hä? Hallo? Hier war doch noch, genau, hier war noch das Ventil. Das Ventil. Es bewegt sich kein Stück. Ja, scheiße. Mit dem Seil vielleicht? Nee. Wieso kannst du es nicht aufschneiden, Junge? Hallo? Schneid das auf! Man. Okay, habe ich irgendwas übersehen? Boah, ich habe doch hier alles eingesammelt. Hier ist nur das Ventil, hier ist der Knopf. Ach, guck mal, ich kann es gar nicht mehr ausmachen. LOL! Okay. Verlassen, ja. Ich würde es gern verlassen. Abgeschlossen. Vielleicht mit Rechtsklick? Der Schlüssel ist auf der anderen Seite der Tür. Ah, Rechtsklick, verstehe. Ja, wetten jetzt kann er es durchschneiden? Ja, na klar. So, jetzt grabt ihr den Schlüssel. Ich werde versuchen, mit der Hand durchzukommen, ja, und den das. Schlüssel zu nehmen. Ist erledigt. Ey, so ein Scheiß. Mit dem Kack-Rechtsklick da. Na gut, dann haben wir den Schlüssel. Und mache auf. Und tschüss. Ein weiterer Schacht. Ach du Scheiße. Wie viele es davon hier wohl gibt? Vielleicht schaffe ich es nie wieder, an die Oberfläche zu gelangen. Ach, nicht so pessimistisch hier. Erstmal schön einsammeln alles. Schöne Metallstange. Geil. Hier ist ein Helm. Können wir den nicht nehmen? Sehen wir bestimmt voll cool aus. Schade. Nee. Okay. Erstmal hier alles abchecken. Alles einsammeln. Was haben wir hier? Halt. Da. Skelett. Wie er wohl gestorben ist. Schön noch ein Gammeltuch eingesammelt. Lecker. Ich komme mir so vor wie beim... Fledermäuse! Ich komme mir so vor wie beim Minecraft irgendwie. Es kommt hier gleich... Also hier liegt ein Skelett, kommt hier gleich ein Creeper um die Ecke. Ein großes Fass. Die Fässer hier enthalten wahrscheinlich Öl oder Diesel. Dieses ist leer.
Das ist leer. Schade. Hier liegt noch ein Skelett. Stromkasten. Die Tür ist abgeschlossen. Sag mal, ist hier eigentlich irgendwas nicht abgeschlossen? Junge. Sag mal, hier Ventil. Können wir nicht drehen. Einsturzstelle. Dieser Gang ist unpassierbar. Ja, schade. Okay. Dann haben wir hier eigentlich alles, oder? Da ist das nicht... Nee, okay. Gucken wir mal, wie weit wir hier noch... Ah, hier waren noch Kisten, Holzkisten. Geil. Wahrscheinlich sind sie leer. Aber was auch immer der Inhalt sein mag, er ist bestimmt vom Wasser zerstört. Schade. Okay, dann ist hier soweit, glaube ich, nix mehr. Jo, dann gehen wir mal in den Tunnel, oder? Hier kann man ja nicht mehr weiter lang. Ach, der geht schon da rein. Ein Fahrstuhlschacht. Der Fahrstuhl ist meine einzige Chance, an die Oberfläche zu kommen. Hoffentlich kann ich ihn irgendwie in Betrieb nehmen. Ja, okay. Fahrstuhlschacht, ja. Hier leuchtet doch. Mach mal an den Scheiß. Kaputt. Geil. Das freut mich. Ist ja zum Glück nichts kaputt hier. Ein großes Fass voller Öl. Lecker. Ein großes... Okay, Rechtsklick. Aber es bleibt rot, also Rechtsklick funktioniert auch nicht. Das heißt, wir müssen noch irgendwas damit machen. So, Einsturzstelle. Noch eine Einsturzstelle. Geil. Dieser Teil des Gangs wird durch hereingebrochene Erde blockiert. Da ist kein Vorwärtskommen möglich. Ja, schade. So, was haben wir hier? Eine Lore. Oh, alter Minecraft. Das ist Minecraft hier. Sie ist sehr rostig, aber immer noch intakt. Sie ist sehr rostig. Das ist auch rot. Also müssen wir auch noch irgendwas machen damit. Er enthält nur Schlamm und etwas dreckiges Wasser. Lecker. Trink aus, Junge. So. Ich glaube, haben wir hier dann soweit alles? Das Fass, die Lore. Das ist der Fahrstuhlschacht. Dann gehen wir mal zum Maschinenraum. Eieiei. Das ist ja groß. Haben wir hier Pfütze. Geil. Dreckiges Wasser mit einem Ölfilm darauf. Okay. Dreckiges Wasser mit einem Ölfilm. Ja, da müssen wir auch noch was machen. Rechtsklick funktioniert auch nicht. Was haben wir hier? Ich könnte versuchen, die Maschine zu starten. Aber wie? Ja, einen Knopf drücken. Ich könnte versuchen, die Maschine zu starten. Aber wie? Drück den Knopf. Ich könnte... Okay, will er nicht. Oh ja, hier. Leiter. Ich könnte hinaufklettern. Ich könnte. Nirgendwo hin. Schade. Ja, wenn jetzt diese Sachen kommen, wo man irgendwas machen muss, damit können wir ja mal gucken. Also hier haben wir die Lore, da können wir vielleicht ein Seil ranmachen. Nee? Ans Fass vielleicht? Nee? Ein großes Fass voller Öl. Okay. Tja. Ein Seil machst du nicht darum? Vielleicht die Stange? Na da. Ich kann nur einige Meter weit sehen. Vielleicht kann ich den Fahrstuhl benutzen, wenn er nicht auf dem Boden des Schachts zerschellt ist. Was mit dem Ding? Kannst du das hier nicht betätigen? Das vielleicht? Nee. Nee. Gut, dann gehen wir mal zu hier hin. Nee. 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 Früher hat dieser riesige Mechanismus etwas Großes bewegt. Vielleicht hat er den Fahrstuhl bewegt. Ja, vielleicht. Ja, wie kriege ich das Ding an? Jetzt hier sind da 1000 Knöpfe, Junge. Ich könnte versuchen, die Maschine zu starten. Aber wie? Aber wie?
Ja, hast da schön hier Knöpfe vor dir, schönes Schaltpult, aber wie kriege ich das Ding an? Alter, hier muss doch irgendwas funktionieren, yo. Ach, Schissel. Tja. Sie ist sehr rostig, aber immer noch intakt. Ja, dann, habe ich hier irgendwas übersehen?